General befiehlt 50 Kniebeugen. Sie mögen Knochen knistern, die Lungen piepen, aber sie zählen nicht. Schützengrimm, Schützengrimm. Grit, grit, grit. Genialen Erfindungen der großen Ärzte sauer werden, verrotten, pilzig verschimmeln. In den Küchen, Kammern und Kellern, in den Kühlhäusern und Speichern werden die letzten Säcke Mehl, die letzten Gläser Erdbeeren, Kürbis und Kirschsaft verkommen. Das Brot unter den Ungestüm. Täglich steh auf, damit wir es vor uns haben, dies Jahr. Ich bin hier, ich, dein Bruder. Feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Ja, bei der ersten Fahrt uns ein bisschen aufgeteilt. Ein Teil der Sachspenden ist in Krakau abgeliefert worden. Mein Sohn ist mit zwei weiteren Fahrzeugen schon direkt an die Grenze gefahren. Das heißt, die konnten schon dort ein bisschen Informationen einholen. Große Berge von Geld gibt man aus. Bomben, Raketen und Tod. Wie große Worte macht heute manche. Kann, der gerade noch vor wenigen Tagen das erlebt hat. Und dann sehe ich so fröhliche Menschen. Vielleicht erstmal was zu mir. Ich habe 45 Jahre kein Russisch gesprochen. Also sie hat gesagt, bis zum heutigen Tag haben sie sich schon etwas beruhigt. Die sind froh, dass die in Sekunden sein dürfen und dass sie dort aufgenommen wurden. Моя, матинка моя, буде питати, де була я. Уничтожали целые районы города. Там постоянно летали самолеты и скидывали бомбы. Willkommen, Otto Kugler. Du bist frei, nur in einem Sinne. Frei von Erziehung zur Selbststeuerung deines Lebens, frei von Selbstkritik. Du bist ein kleiner, gemeiner Mann. Versteh den Doppelsinn dieser Worte, klein und allgemein.